Heute bauen wir ein richtig cooles Custom-Modalfeld mit XJS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um XJS und Modal- oder Dialogfelder, um quasi so eine zweite Bestätigung zum Löschen oder etwas Ähnliches zu machen. Also einfach so ein Pop-up-Feld, was ihr komplett frei editieren und bearbeiten könnt. Und das Ganze ist gar nicht so schwer, wir nutzen dafür eine Library namens AXJS. Dem einen oder anderen, der mit Angular arbeitet, wird das ein Begriff sein. Und das Ganze ist ziemlich cool. Es ist aber nicht für Anfänger ausgerichtet, das heißt, ihr solltet schon zumindest JavaScript, CSS mit dem Preprocessor Sass, HTML und eventuell auch schon ein bisschen AXJS können, um dieses Video nachvollziehen zu können. Ihr könnt natürlich auch als Anfänger weiter zugucken, aber es ist wirklich an die etwas Fortgeschrittenen unter euch ausgerichtet. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr Link zu Discord. Da könnt ihr Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Und ansonsten, ja, gucken wir uns jetzt mal an, wie man Custom-Modalfelder ziemlich leicht nachbauen kann. Los geht's! So, und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Wie immer findet ihr hier eine Live-Demo. Die ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt auf CodePen. Da könnt ihr euch das Ganze angucken. Aber prinzipiell, was machen wir denn? Dieser Fall, ein Modal, ein Dialogfeld selbst zu bauen, kommt relativ häufig in jeder etwas komplizierteren Anwendung vor. Und in unserem Fall wollen wir zum Beispiel ein Element löschen. In dem Moment, wenn ich hier drauf drücke, wird ein neues Feld generiert. Das existiert nicht. Also es ist nicht so, dass wir das einfach nur einblenden, sondern wir erzeugen dieses Modalfeld wirklich. Ich kann dann zum Beispiel hier auf den Hintergrund klicken, der alles so ein bisschen weich zeichnet. Und in dem Moment kriegen wir ein Event über XJS generiert, was sagt, hey, wir wollen das doch nicht löschen, wir haben abgebrochen. Dasselbe passiert auch, wenn ich hier auf diesen quasi Nein-Button drücke, dann wird dasselbe Event nochmal getriggert. Aber in dem Moment, wenn ich sage, okay, ich möchte das Element wirklich löschen, kann ich hier drauf drücken und das Element wird wirklich gelöscht. Das muss natürlich kein True-False-Wert sein, das kann theoretisch auch ein Objekt sein, ein String oder was euch da auch als Datentyp einfällt. Und ja, wir werden uns jetzt mal angucken, wie man das Ganze baut und wie ihr das bei euch einbauen bzw. anpassen könnt. So, los geht's mit dem heutigen YouTube-Tutorial. Hier seht ihr meine Standardentwicklungsumgebung. Wie immer ist das alles unten in der Videobeschreibung erklärt. Was heißt, alle diese Dateien, die hier an der Seite sind, werden dann noch einmal genau erklärt. Prinzipiell, was machen wir hier? Wir haben hier eine ganz relativ leere Index.html, also da ist noch nichts drin, was für das Tutorial wichtig ist. Wir haben eine komplett leere main.js, eine komplett leere dialog.js und eine fast leere main.sass. Wir nutzen also nicht reines CSS, sondern wie zu Beginn angesprochen, einen Preprocessor namens sass. Und hier muss man sagen, ich importiere hier keine wichtigen Werte, sondern einfach nur einige Farben und Standardeinstellungen für meine Tutorials, damit ich das nicht jedes Video neu schreiben muss, aber nichts, was relevant ist für dieses Tutorial. Wie gesagt, nutzen wir dieses Video oder die Library RxJS, deswegen müssen wir die erstmal importieren. Das machen wir ganz einfach, indem wir sagen npm i und dann RxJS. Da drücken wir auf Enter, das installiert sich und wir sehen es, wenn es gleich fertig ist. So, nachdem wir RxJS jetzt erfolgreich hinzugefügt haben, müssen wir die einzige Zeile HTML, die wir dieses Tutorial brauchen, hinzufügen. Und zwar brauchen wir einen einfachen Button. Und zwar nicht nur einen Button, sondern wir schreiben hier auch noch eine Klasse, eine ID dazu. Und zwar Trigger. Und wir schreiben hier rein Element löschen. In dem Moment, wenn ich jetzt Enter drücke, haben wir hier einfach einen Button erzeugt. Der steht jetzt hier oben. Und der kann gar nichts, bis auf dass wir ihn später mit einem Trigger ansprechen können. Aber das hier kann theoretisch alles sein. Das kann jeder Button in eurer Applikation sein. Der hat nichts mit dem Modalfeld zu tun. Das ist einfach nur unser Trigger, über den wir unser Modal gleich öffnen und schließen werden. Prinzipiell müssen wir daher unseren Button erstmal kurz stylen. Deswegen gehen wir in die main.sass. Und da ich dieses Tutorial ein bisschen an die Fortgeschrittenen richte, kopiere ich mir jetzt einen kompletten sass-Block hier rein. Und zwar stylen wir unseren Button. Wir vergeben ein Padding, eine Border oder sagen, dass der Button keine Border mehr hat. Vergeben eine Hintergrundfarbe, eine Schriftgröße sowie ein Wert, dass wir runde Ecken bekommen, sagen, dass der Cursor zu einem Pointer wird, wenn wir drüber gehen und wenn der Hover-Effekt ausgelöst wird, sagen wir, dass der halb transparent wird. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier so einen richtig schönen Button und wenn ich hier drauf drücke, passiert absolut noch gar nichts. Damit fangen wir jetzt an. So, als erstes wollen wir mal unseren Trigger benutzen, weil sonst ist das ja sinnlos, dass wir den gebaut haben. Deswegen definiere ich mal eine Variable namens Trigger, sage hier einfach Document Query Selector und beziehe mich hier natürlich auf unseren Trigger. Und in dem Moment können wir hier sagen, wir wollen einfach einen Event-Listener hinzufügen. In unserem Fall einfach einen Klick. Dieser Klick ruft eine Funktion auf, die macht nichts, deswegen brauchen wir kein Event. Und das Einzige, was wir hier jetzt sagen, ist mal console.log. Und sagen hier klickt. So, in dem Moment, wenn ich was abspeichere und hier drauf drücke, sehen wir haben hier unten wunderbar unseren Event.log
Punkt gelockt und in dem Moment können wir jetzt mal hingehen und sagen, okay, in unserer Dialog.js müssen wir jetzt ein bisschen mehr machen. Und zwar, wir wollen das alles auslagern, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Und das Erste, was wir machen, wir importieren uns hier ein Subject aus RxJS. Das ist auch alles, was wir in diesem Video aus RxJS brauchen. Und wenn wir hier drüber gehen, sieht man auch, ein Subject ist quasi einfach nur ein Observable, was ein Multicast erlaubt. Also man kann von ganz vielen Orten auf diesen Observable hören, ohne dass man quasi mehrere verschiedene aufsetzt. Das Ganze ist ganz praktisch, weil innerhalb unserer Funktion, wenn man das ein bisschen komplizierter aufsetzt, ein Dialogfeld, ist es nämlich der Fall, dass wir an mehreren Orten darauf hören müssen. Und für uns ist es aber erstmal einfach nur wichtig, dass wir das als Subject uns hinterlegen. Wir wollen das Ganze natürlich später auch mehrfach einsetzen können. Also wir wollen vielleicht ein Modalfeld für das Löschen, ein Modalfeld für das Hinzufügen und so weiter und so weiter. Was heißt, wir wollen ganz viele verschiedene Modalfelder erzeugen können, relativ einfach, ohne diesen Code anzufassen. Deswegen exportieren wir uns das hier einfach als Klasse und sagen hier Custom Dialog. Okay, das ist unsere Klasse und unsere Klasse hat natürlich einen Konstruktor und dieser Konstruktor besitzt aktuell einige Variablen. Nämlich einmal haben wir hier einen Dialog State, das ist eine Private Variable, die wir nur innerhalb unserer Klasse benutzen wollen und sagen hier Subject. Natürlich, wenn ihr jetzt TypeScript oder so etwas nutzt, dann würde sich das sehr lohnen, da auch public vorzuschreiben. Wir sind aber hier in reinem JavaScript, da gibt es das nicht. Daher mache ich das auch nicht. Hier brauchen wir noch eine zweite. Und zwar brauchen wir neben unserem Dialog-State auch noch einen Resolve-State, der uns sagt, haben wir unser Projekt geschlossen, geöffnet, was auch immer wir damit getan haben. Und wir brauchen noch eine weitere private Variable. Und zwar müssen wir hier noch eine Dialog-ID hinterlegen, die müssen wir mehrfach in unserer Klasse aufrufen. Deswegen hinterlege ich mir die als Variable. Das ist aber einfach nur ein String, die wir später als normale CSS-HTML-ID vergeben an unser Dialog-Objekt. So, das Erste, was wir hier brauchen, wenn wir unsere Klasse benutzen, ist, wir brauchen eine Funktion bzw. eine Methode, die wir nach außen hin veröffentlichen, die wir mit unserer Klasse aufrufen können. Und das ist einfach open und hier sagen wir erwarten ein Datenobjekt. Wenn man jetzt TypeScript benutzen würde, würde ich empfehlen, hier einen Custom Type zu definieren, was genau für ein Datenobjekt man braucht. Machen wir jetzt hier in unserem Fall nicht. Aber diese Funktion returnt etwas und zwar einen Promise. Ein Promise ist quasi einfach nur ein Versprechen, das wir zu einem späteren Zeitpunkt einlösen werden. Und dieses Versprechen kann entweder resolved, also eingehalten werden, oder rejected, also quasi wir brechen unser Verbrechen und sagen, hey, es hat nicht geklappt. Diese beiden States können quasi angenommen werden. Und was wir hier jetzt machen, ist, okay, wir haben ja unseren Dialog State und unser Dialog State bekommt jetzt erstmal einen neuen Wert mit der Funktion Next. Und hier sagen wir einfach, okay, unsere Daten geben wir einfach in unseren Dialog State weiter. Damit werden wir später unseren Dialog bauen, also unser Dialogfeld bauen. Außerdem warten wir hier, dass quasi ein Event auf unserem Resolve State passiert. Deswegen subscriben wir diesem hier. Und sagen, okay, der Response aus dem State, den wir hier bekommen werden, also aus unserem Resolve State, soll dafür sorgen, dass wir einmal entscheiden, ist das Ganze positiv oder negativ. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was ihr hier für einen Datentyp übergebt. Bei mir wird das hier ein boolischer Wert, also wir können True oder False. Wir wollen das Element löschen oder wir wollen es nicht löschen. Reject und sage hier, das Ganze funktioniert nicht. Und wenn das Ganze positiv ist, dann möchte ich das hier oben einmal sagen, okay, so, resolve und wollen das Ganze positiv zurückgeben, in dem Moment, wenn halt unser Response positiv ist. Was wir hier jetzt machen, ist nichts anderes quasi als zu sagen, wir klicken hier auf den Button, unser Modal öffnet sich und über diese Open-Funktion warten wir, bis der Promise, der hier returned wird, eingelöst wird. In dem Moment können wir dann die Entscheidung in unserem eigentlichen Skript und der eigentlichen Anwendung treffen, wollen wir das Ganze wirklich machen oder wollen wir es nicht machen. In dem Moment, wenn ich das also hier speichere, können wir in unserer Main.js hingehen und sagen, okay, wir bauen jetzt mal hier unseren Modal ein. Das Erste, was wir dazu brauchen ist, wir haben das hier in einer anderen Datei, was heißt unsere Klasse, müssen wir hier uns einmal importieren und zwar sagen wir Custom Dialog, importieren wir aus unserer Dialog.js, die befindet sich auf derselben Stufe, deswegen hier nur Punkt Slash. Und dieser Custom Dialog, den müssen wir natürlich importieren und ich sage hier jetzt einfach mal Delete Dialog. Also wir speichern oder initialisieren jetzt die Klasse als neues Objekt und sagen hier, das ist unser Delete Dialog. Und in dem Moment, wenn ich das hier öffne, sage ich hier my Dialog und sage, okay,
delete.dialog und in dem Moment sage ich hier einfach open. Also ich öffne unseren Dialog über die Funktion, die wir gerade ja definiert haben. Und hier drin brauche ich jetzt einige Datenwerte. Einmal habe ich eine Question. Also ich möchte ja den Nutzer etwas fragen. Möchtest du das wirklich löschen? Wir wollen einen Resolve-Button haben und einen Reject-Button. Das heißt, hier schreibe ich einfach ein Nein, nicht löschen. Hier oben ja, löschen. Und als Frage, soll das Element gelöscht werden? So, das Ganze speichern wir jetzt ab. Und da wir das hier zugewiesen haben als Variable, können wir jetzt hingehen und sagen, da das ein Promise ist, wenn wir den Promise einlösen, soll etwas passieren. Entweder passiert Fall Nummer 1 oder es passiert Fall Nummer 2. Was ist der erste Fall? Der erste Fall ist einfach, wir resolven den. Wir wollen es also wirklich löschen. Oder wir rejecten den. Also wir wollen es nicht löschen. In unserem Fall ist das hier einfach ein Console-Log. Und der Console-Log heißt nicht löschen. Und hier können wir noch den Wert ausgeben, den wir da oben hinschreiben. Können das einmal kopieren, hier einfügen und sagen hier löschen und geben hier unseren Resolve-Wert aus. Hier fehlt noch ein Komma, damit das auch keine Fehler wirft. In dem Moment, wenn wir das speichern, haben wir jetzt quasi die Kernlogik unserer Anwendung schon geschrieben. Nämlich in dem Moment, wenn ich hier drauf drücke, wird unser Open gestartet. Aber wir sehen noch nichts, weil wir quasi ja auf die Antwort warten. In dem Moment, wenn sich unser Resolve-State ändert, wird quasi der Promise aufgelöst, entweder halt bestätigt oder widerlegt. So, natürlich müssen wir jetzt erstmal unser Dialogfeld erzeugen und das machen wir ganz einfach, nämlich über unseren Dialog-State. Und hier können wir einfach sagen, okay, unser Dialog-State, da subscriben wir und warten jetzt mal, dass unser Datenobjekt, das wir hier ja übergeben, sich verändert. Weil in dem Moment, wenn sich das verändert, also wenn unsere Daten gesetzt wurden, in dem Moment wollen wir eine Funktion, also eine Private-Funktion aufrufen und zwar createDialog und übergeben hier unsere Daten. Diese Funktion, also createDialog, existiert aktuell noch nicht. Deswegen sollten wir die unbedingt hier unten mal definieren. Die erwartet, wie gesagt, einige Daten und macht erstmal, also returned uns soweit erstmal nichts. Aber was genau macht diese Funktion jetzt? Und zwar erzeugt die uns einen Dialog. Das machen wir ganz einfach über Document und dann hier createElement. Und was erzeugen wir? Wir erzeugen hier einfach eine Divbox. Und das nächste, was wir machen, ist dialog.setAttribute. Und erzeugen hier einfach eine ID und beziehen uns hier nochmal auf unsere Dialog-ID, die wir ja oben im Konstruktor definiert haben. Und in dem Moment haben wir jetzt einen neuen Dialog erzeugt. Und ich sage hier jetzt document.body.appendChild und schreibe einfach unseren Dialog in unseren Body. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und wir hier in unsere Elements reingehen, und ich das Ganze mal deutlich größer mache, damit man hier etwas sehen kann natürlich. Wir haben hier unseren Body, ich klicke hier drauf und in dem Moment seht ihr, okay, wir haben hier unten unseren Dialog erzeugt, der wurde quasi unserem DOM hinzugefügt. Und was wir jetzt natürlich machen müssen, neben einem Objekt erzeugen, müssen wir den natürlich auch wieder entfernen, in dem Moment, wenn unsere ganze Geschichte hier resolved wird. Und dafür brauchen wir eine weitere Funktion, die ist auch private und sagen hier setResolve. Und hier sagen wir Result. Und was wir hier machen ist, wir definieren als erstes unser Dialog State. Next wird zu null. Also wir sagen, unser Dialog-Feld, den gibt es eigentlich so nicht mehr. Und das nächste, was wir machen, wir updaten unseren Resolve State und sagen hier Next und updaten das quasi mit dem Wert, den wir hier an diese Funktion übergeben. Das ist ganz wichtig, weil mit der Funktion werden wir unser Dialog wieder schließen. Das ist quasi die Funktion, die wir später auf unsere Buttons legen. Aber wir brauchen jetzt neben der CreateDialog-Funktion natürlich die schon gerade eben angesprochene DeleteDialog-Funktion. Und die DeleteDialog-Funktion macht quasi nichts anderes, außer unseren Dialog im DOM zu suchen. Das heißt, wir sagen document. Und dann hier Query Selector und beziehen uns, beziehungsweise ich muss hier ein bisschen anders schreiben, nämlich so, und beziehen uns hier jetzt einfach auf unsere Dialog-ID, suchen die im DOM und in dem Moment, wenn wir die gefunden haben, also wenn unser Dialog wirklich existiert, in dem Moment sagen wir Dialog.resolve
remove. So, das speichern wir jetzt erstmal ab. Und in dem Moment passiert erstmal nicht sonderlich viel, außer dass wir das hier aufrufen müssen. Und wo rufen wir das auf? In dem Moment, wenn sich hier unser Dialog ändert, aber das Ganze ist innerhalb der Klasse, also sys.deleteDialog, kurz bevor wir quasi das Ganze auflösen. So, aber bevor wir weitermachen, wollen wir jetzt erstmal wirklich was sehen, was wir anklicken können. Und dafür erzeugen wir uns jetzt hier neben unserem Dialog einfach mal einen Hintergrund und sagen create Dialog Background. Unsere Funktion createDialogBackground erwartet quasi nichts von uns, außer dass wir die aufrufen, und die macht genau wie hier oben, die erzeugt uns einfach nur einen Div-Container, allerdings hier nicht mit Dialog, sondern wir nennen das hier Background und übergibt uns hier auch keine ID Background, sondern wir vergeben hier eine Klasse und diese Klasse heißt Background. Und wir können hier auch nicht sonderlich viel machen, außer dass wir sagen, okay, wenn man unseren Background anklickt, also wir fügen jetzt dieser Divbox ein Eventlisten hinzu, einfach mit Klick, dann wollen wir etwas aufrufen. Und zwar sagen wir, okay, wenn man unseren Background anklickt, würden wir gerne hier unseren setResolve aufrufen, also unsere Funktion zum Schließen unseres Dialogs, und sagen, wenn wir auf unseren Hintergrund drücken, machen wir natürlich keine Bestätigung, sondern wir wollen das Ganze quasi nicht löschen, wir wollen das Ganze abbrechen, und diese Funktion returnt uns einfach nur unseren Background, sodass wir das quasi überall aufrufen können, wo wir wollen. Und wir rufen das in unserem Fall einfach hier in unserem createDialog auf und sagen Dialog. Und hier appendChild, und hier rufen wir einfach mit sys.createDialogBackground unseren DialogBackground auf. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehen wir haben hier unseren Custom Dialog, und wenn ich das öffne, haben wir hier unsere Divbox mit der Klasse Background, und jetzt können wir hingehen und das Ganze mal kurz ein bisschen stylen. Hier werde ich nicht sonderlich viel erklären, sondern ich sage jetzt, okay, wir haben hier einen neuen Bereich in unserer CSS-Datei, die heißt einfach CSS, Dialog CSS, und hier haben wir einmal unsere ID, nämlich Custom Dialog, die wir mit Position Absolute 100% des Screens einnehmen lassen. Wir sagen auch, dass mit Weite und Höhe jeweils 100% des Screens abgedeckt werden sollen. Mit Setindex 5000 soll es nach Möglichkeit über allen anderen Elementen drüber stehen. Sagen Display Flex Center Center, damit alles wirklich 100% zentriert ist. Und das Einzige, was wir jetzt machen, ist hier drin, haben wir jetzt hier unseren Background definiert. Auch dieser bekommt quasi dieselben Befehle wie hier oben, nämlich dass das 100% einnehmen soll. Das Einzige, was wir hier sagen, okay, wir wollen, dass das innerhalb unseres Dialogs Z-Index 1 bekommt, also nicht über allen drüber liegt. Und wir wollen natürlich, dass der klickbar ist, beziehungsweise wir sagen hier Cursor Pointer sowie eine Hintergrundfarbe und hier eine Opacity. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, ich hier drauf drücke, dann seht ihr, dass sich so eine blaue Schleier hier drüber legt und dass mein Cursor auch so ein Pointer geworden ist. Und wenn ich hier drauf drücke, dann schließt sich das Ganze wieder. Und wir sehen hier nicht löschen. Das heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Unsere Grundmechanik für unser Dialogfeld ist also abgeschlossen. Was jetzt fehlt, natürlich unser eigentliches Dialogfeld, müssen wir noch erstellen. So, wie gesagt, wir brauchen jetzt noch unsere Dialogbox, und dazu brauchen wir eine weitere Funktion, nämlich createQuestionBox. Und diese createQuestionBox braucht einige wichtige Variablen und auch einige Objekte, die wir hier benutzen können. Nämlich einmal die eigentliche Frage, dann unseren Reject Button sowie unseren Resolve Button. Und die gibt uns natürlich auch etwas zurück. Und zwar einfach ein Objekt, beziehungsweise ein HTML-Objekt. Und hier sagen wir Question und einfach Box, Document.createElement. Das ist auch wieder einfach eine Divbox. Und die geben wir hier unten auch einfach wieder zurück. Was heißt, wir können diese Funktion hier auch wieder hier in unsere createDialog aufrufen. Wir sagen also dialog.appendChild und rufen hier unsere createDialogBox auf. Und hier müssen wir jetzt natürlich einiges übergeben. Und zwar haben wir hier einmal unsere Daten. In unserer Main übergeben wir unsere Frage. Was heißt, wir sagen data.question. Und hier drin rufen wir zwei weitere Funktionen auf, nämlich die Funktion createButton. Unsere createButton erwartet von uns quasi zwei Variablen. Einmal das Label, also nennen wir es einfach mal Label, und unser Value. So, was hier zurückkommt, ist einfach auch ein Button. Dieser Button
hat natürlich, muss auch erstmal erzeugt werden. Das heißt, wir sagen jetzt hier Button gleich document.createElement. Ihr seht schon, dass es hier ein Schema gibt. Und in dem Moment haben wir unseren Button erzeugt, natürlich nicht vollständig. Und diese Funktion rufen wir hier oben einfach auf mit thisCreateButton und sagen hier jetzt, okay, wir erwarten als erstes mal Data. Und dann reject und hier false. Und da muss kein Semikolon, sondern ein Komma hin. Und das Ganze kopieren wir uns, fügen das hier nochmal ein und sagen, hier unten wollen wir nicht reject, sondern resolve. Und hier wollen wir true. Das heißt, dieser Button soll ja später bestätigen. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kriegen wir hier unser Custom Dialog, bekommen hier einen leeren Div-Container. Warum bekommen wir da nur einen leeren Div-Container? Funktioniert das hier unten noch nicht? Ah ja, natürlich. Wir haben hier noch nichts vergeben, außer dass wir einen Div generieren. Das sollten wir natürlich schnellstens ändern. Und zwar das Erste, was wir hier machen, ist, wir sagen, okay, wir vergeben unserer QuestionBox auch einfach ein Attribute, nämlich eine Klasse. Und die nennen wir QuestionBox. Und hier erzeugen wir uns jetzt mal ein bisschen Platz und sagen, okay, hier drin haben wir unseren QuestionText. Das ist auch wieder Document createElement, allerdings ist es diesmal einfach ein p-Tag und in dem Moment sagen wir, okay, unser QuestionText bekommt als erstes auch einfach mal ein z-Attribute und zwar auch eine Klasse und das nennen wir Class QuestionText und das nächste, was wir machen, ist, wir sagen QuestionText bekommt natürlich den Text, was heißt, wir sagen inner HTML und geben hier einfach unsere Question weiter. In dem Moment haben wir hier das hinzugefügt. Uns fehlt natürlich jetzt aber, dass unsere Question Box den Question Text hat. Was heißt, wir sagen hier append child und fügen hier unseren Question Text hinzu, sodass das auch wirklich dargestellt wird. Und was hier jetzt auch noch hinzukommen muss, ist Buttons. Und Buttons haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen das hier quasi ähnlich aufbauen. Wir sagen, okay, wir haben hier wieder einen neuen Div. Kein P, ein Div und sagen hier, okay, unsere Buttons haben natürlich auch einfach eine Klasse, die nennen wir Buttons, damit wir die gleich auch stylen können. Und hier den Buttons wollen wir auch etwas hinzufügen, nämlich auch wieder Append Child Nummer 1 und Nummer 2. Und hier haben wir ja unseren Reject-Button, den wollen wir zuerst rendern und dann unseren Resolve-Button, den wollen wir danach rendern. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir hier erstmal nichts. Ich drücke hier drauf, dann haben wir unseren Custom Dialog. Hier drin eine Question Box. Hier haben wir unseren P mit auch schon unserem Text drin. Und hier haben wir eine Div Box mit Buttons und zwei Buttons, die generiert werden. Nur unsere beiden Buttons sind natürlich noch nicht wirklich vorteilhaft. Was heißt, das sollten wir unbedingt auch anpassen. Wenn wir hier runtergehen zu unseren Buttons, beziehungsweise hier hoch, da haben wir unsere beiden Buttons. Hier wollen wir erstmal sagen, okay, natürlich brauchen die auch erstmal eine Klasse. Was heißt, wir sagen, okay, wir kopieren uns diese Zeile hier rein und sagen statt QuestionBox Button und sagen hier Klasse Question oder nee, wie sagen wir das? Dialog-Button bekommt ihr jetzt als Klasse. Das nächste, was wir hier machen, ist, unser Button bekommt natürlich auch ein inner HTML, wie wir es hier unten auch gemacht haben, mit inner HTML und sagen hier Label. Und das nächste, was unser Button auch bekommt, ist ein AddEventListener mit einem Click-Event, weil auch diesen sollen wir anklicken können. Und hier machen wir quasi dasselbe wie hier unten beim Background. Und zwar rufen wir unsere SetResolve-Funktion auf und sagen hier, je nachdem, was hier übergeben wird, bestätigen wir das oder geben das Ganze ab. In dem Moment, wenn wir das jetzt so abspeichern und das Ganze hier nochmal anklicken, sehen wir hier unten wieder unseren Div-Container, hier jetzt auch vernünftige Buttons, wo sind sie, da sind sie und wir sehen hier unsere beiden Buttons, wenn ich in die Konsole gehe und hier drauf drücke, nicht löschen, wenn ich hier drauf klicke, nicht löschen, warum macht er das beides mit nicht löschen, das ist nicht richtig. Ah, natürlich, unser Background liegt ja davor, was heißt unser Background, den haben wir ja schon gestylt, das haben wir natürlich mit unseren Buttons und so noch nicht gemacht, das sollten wir jetzt schleunigst nachholen. Das erste, was wir hier haben, wollen wir diesen Blur-Effekt, den habe ich gerade eben nicht hinzugefügt. Hierfür müssen wir einfach einen Background-Filter mit Blur 10 Pixel vergeben. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier drauf drücke, dann haben wir hier unseren Blur-Effekt. Außerdem haben wir gerade unserer eigentlichen Box, einfach QuestionBox, die Klasse gegeben und können hier sagen, die bekommt jetzt meine Hintergrundfarbe, nämlich mein
ja, relativ dunklen Farbton, dann ein bisschen Innenabstand, nämlich 2 rem. Wir wollen auch, dass das alles so ein bisschen runde Ecken hat. Dafür sagen wir Border Radius. Und wir wollen jetzt dafür sorgen, dass unsere Box auch über unserem Hintergrund liegt. Und dafür müssen wir hier Position Relative und Z-Index 2 vergeben. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehen wir unsere Box. Und wenn ich jetzt unsere Konsole öffne und hier drauf drücke, sehen wir, okay, wir wollen das Ganze löschen oder wir wollen das Ganze nicht löschen. Oder wir klicken hier am Rand hin, dann wollen wir das Ganze auch nicht löschen. Also der funktionale Part ist schon mal komplett abgeschlossen. Was uns jetzt noch fehlt, ist noch ein ganz bisschen Optik für unsere beiden Buttons, sowie hier oben unseren Text. Unser Text hat ja auch eine CSS-Klasse, den können wir natürlich hier stylen mit Question Text und sagen hier, wir wollen einfach eine Schriftgröße vergeben. In unserem Fall sage ich hier einfach, okay, 2 rem. Und wir wollen, dass das Ganze zentriert ist und weiß bekommt, was heißt Color White und Text Align Center. Speichere ich ab. In dem Moment haben wir hier wunderbar einen weißen Text. Und wir haben natürlich auch unsere Buttons definiert. Die wollen wir erstmal einfach so lassen. Wir sagen hier einfach Buttons. Dann wollen wir die Button in unserem Buttons-Div-Container ansprechen. Und hier wollen wir eigentlich nur unseren ersten Button ansprechen, weil diesem wollen wir per Margin einen Außenabstand mitgeben von 2 rem nach links, sodass zwischen unseren beiden Buttons ein bisschen Platz ist. In dem Moment ist unser ganzer Effekt auch schon komplett abgeschlossen. Man könnte jetzt weiterführend auch sagen, wenn ihr das exportieren wollt, könnt ihr auch den gesamten CSS-Part hier unten in eurer Dialog.js hinzufügen, da wo ihr die Create-Button erstellt. Statt hier in der HTML zum Beispiel kann man auch mit .style die ganzen Werte übergeben, sodass man gar kein CSS mehr bräuchte. Persönlich arbeite ich aber lieber mit einer CSS-Datei, anstatt ganz viele Attribute hier drin zu definieren, weil das erzeugt immer ein bisschen Overhead und ist nicht ganz so praktisch und nicht ganz so elegant, wie mit einer reinen CSS-Datei zu arbeiten. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links oder Amazon Affiliate oder andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.